feuern an. Für Sie an der Single Park, Danny Ma und Robert Ebner, Ihr Startsignal. 3, 2, 1. So, und Sie sehen schon, wie die Späne hier fliegen. Wir feuern gleich mal an, denn sonst haben wir keine Zeit mehr. Applaus, meine Damen und Herren. Jetzt ein kurzer Hänger bei Danny und Robert und... Ihr macht das doch absichtlich, oder? So, Jungs. Seid ihr bereit? Nein, mag's nicht. Sollen wir lieber Kaffee trinken? Ne? Meine Damen und Herren, für Sie auf dem Springboard. Danny Bauer und Robert Ebner, Ihr Startsignal. 3, 2, 1! So, der Robert setzt sein erstes Springboard, hat hier mit fast rekordverdächtigen 4 oder 5 Schlägen sein erstes Pocket geschlagen. Wenn es so gut geht, das ist natürlich optimal. Ich habe es vorhin schon gesagt, das Pocket muss sehr, sehr, sehr präzise geschlagen sein, denn sonst hält natürlich das Springboard dahin nicht. Ein unsicheres Springboard bedeutet für den Sportler, dass er sich weiter vorne hinstellen muss, weniger Weg hat, um auszuholen nach Blocken. Ja, die kleine Tücken, die dann natürlich Zeit kosten. Jetzt weiter auf Block und fangen quasi zeitgleich mit der Bildung an. Auch hier sehen Sie die Technik, 2 Abschläge von unten, 2 Chipschläge von oben. Und ich darf auch jetzt schon verraten, auch hier ist ein Seitenwechsel vorgeschrieben. Auch hier feuern wir Sie an, meine Damen und Herren, die Sportler. So, bei Robert jetzt der vorgeschriebene Seitenwechsel und Sie sehen, der Stamm steht schon fast nicht. Der hier muss jetzt mit der Rückhand gearbeitet werden, die Drives und durch. Jetzt auch gleich bei Danny. 3, 2, 1! So, und hier schon im ersten Schlag mit Nummer 60 bei Robert Ebner. Die eben angesprochene Forehand-Technik, also 4 Schläge. 2 Kraftschläge von unten, 2 Chipschläge von oben, sodass jede Phase 2-mal durchtrennt ist und sich dann aus dem Holz heraus. Wir sind schon beim Seitenwechsel gewesen, langsam auf der Zielgeraden, meine Damen und Herren. Letzter Schlag und, da ist er noch nicht ganz durch, weil Sie nicht angefeuert haben, meine Damen und Herren. Bereit? Meine Damen und Herren, für Sie an der Single Park, Danny Ma und Robert Ebner. Stopp jetzt! Sie geben das Startsignal. 3, 2, 1! So, wir sind schon weit über die Hälfte und Sie dürfen anfeuern, meine Damen und Herren. Der Danny hier ein bisschen schneller und Tina auf dem Springboard. 3, 2, 1! So, beide setzen ihr erstes Springboard. Wichtig hierbei, wie gesagt, dass die Pockets, also diese Taschen, in die Springboards eingesetzt werden, sehr, sehr, sehr präzise geschlagen sind. Nur ein gut geschlagenes Pocket hält das Gewicht des Sportlers auf seinem Springboard. Und Sie können sich vorstellen, ein Absturz kann nicht nur gefährlich sein, sondern bedeutet natürlich auch Zeitverlust. Und dass wir recht insofern wichtig, die Pockets, wenn man da oben steht, Gleichgewicht halten und den Block. Auch hier sehen Sie, wie die Sportler mit der Vorhüttechnik, also der 4-Schläge-Technik, arbeiten. 2 Abschläge von unten, 2 Schläge von oben. Und dann auch hier der vorgeschriebene Seitenwechsel, die letzten Schläge. Natürlich anfeuern, wenn Robert Ebner am anderen Job hier arbeitet. Anfeuern bitte!
So, der vorgeschriebene Seitenwechsel, meine Damen und Herren. Und wie ich schon gesagt habe, vorher technisch auch hier mit vier Schlägen gearbeitet, wie Sie sehr schön erkennen können. Jetzt feuern wir nochmal richtig an. Dann sind wir auch schon bei den letzten. So, jetzt sind wir bei der Let's Get Set, go!